Du bist auf deinem Vibe. Kapitän zur See, Pippa Wutz, YouTube-Kacke. Soll lustig sein, aber sehr, sehr, sehr Lust. Moin. Die Musik ist so legendär auch, ne? Beste Musik der Welt. Lol, den Kapitän zu sehen, da ist er. Das passt perfekt. Er dachte, ich wäre ein Penner. Und diesen Ausdruck kann ich durchaus nicht ab. Ich habe studiert. Ich bin Captain zur See. Und mit dem Patent. Mein Patent A, B, und C und die 6. Und die 6. Das hier sind meine Freunde. Elmar Archon und Belinda Bär. Ihr könnt mich L nennen. Abkürzung für L. Und ich bin Bell. Abkürzung von Bell. George, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Eiskreis. Nein, George, das ist die falsche Farbe. Nun malst du die abstrakte Kunst, Peppa. Blütenblätter. George. So geht das nicht. Nun den Stiel und die Blätter. Sehr gut. Turnlehrer für heute ist... Oh, das war einfach, ey, Chat, das war mein Bild, bevor ich die Berge beim Bob Ross Tutorial gemalt habe. Das ist, nachdem ich die Berge beim Bob Ross Tutorial gezeichnet habe. Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel. Wo ist er? Hallo, Kinder, seid ihr bereit für das Training? Und fertig ist der Papierflieger. Achtung, fertig, los! Oh. Ich bin dran. Mie bei dem Bundesjugendspiel, als ich direkt vor mich geworfen habe und der Ball dann nach hinten gerollt ist. Flashbacks sind instant da, Chat, instant. Du bist dran, Schorsch. Hui. Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping. Don't, bitte mach's nicht. Okay, danke. Oha, wer ist er denn? Wer ist er denn? Also, was ist auf dem Tisch? Zuerst brauche ich Musik. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Nani? Ganz hell. Nani? Ganz herrlich. Es wird Zeit, dass Mama und Papa Wutz Peppa und Schorsch von der Spielgruppe abholen. Hast du die Autoschlüssel, Papa Wutz? Lass uns lieber nicht fahren, Mama Wutz. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später. Oh Mann, ich fühle das so sehr. Wenn man von der Schule abgeholt wird und die letzte Person ist, die abgeholt wird, das ist das Schlimmste. Oder von einem Kindergeburtstag oder so, die letzte Person war, die abgeholt wird. Es ist so ein schlimmes Gefühl. Man fühlt sich so, als würde man so richtig, richtig stören gerade. Ich bin schon so oft bei Geburtstagen, weil ich so, ja, meine Mama ist da und ich bin rausgegangen, obwohl sie noch nicht da war. Nur damit ich dann vor dem Haus warten kann, weil es mir zu unangenehm war, im Haus zu warten und dann noch so länger zu chillen. Puh, ganz schlimm. 3 Uhr 28. Pink Panther, ihr wurdet abgeholt. Sie schnarcht. 12 Sekunden später. Eins ist sicher, in der Zukunft wohne ich auf dem Mond. Oh.
Okay. Der war random. Oh. Oh no. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Schlimmstes Gefühl der Welt. So mies. Sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Aber ich dachte, es schießt jetzt den Typen die ab, der Madame das... hat komisch. Aber ich dachte, es schießt jetzt den Typen ab, der das gesagt hat, dass Frauen keine Chance haben. Wörter benutzt. Aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Aber ein nices Video auch.